Leute, what's poppin'? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind unterwegs auf den Straßen von Deutschland und es geht zu PS Days in Hannover. Ich habe die Veranstaltung, das Event schon ein paar Mal gesehen, war aber selber noch nicht da und dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich am Start bin und wir sind auf dem Stand von Maxon Design. Ich habe mich mit Maxon connected. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist oder was die machen, die stellen so Tuning Parts für Kfz her. So Karosserieteile, Seitenschweller, Frontlitten, Heckansätze, Diffusor, alles mögliche, sowas. Und genau, wir sind da so ins Gespräch gekommen und die haben mich gebucht als DJ mit meinem Kfz. Mein Kfz steht jetzt hinten da auf dem Anhänger, auf dem Trailer und wir werden jetzt gleich zur Messe fahren. Man sieht das Kfz dort hinten. Aber bevor wir zur Messe fahren, werden wir noch einmal das Kfz sauber machen, weil es gestern geregnet hat. Ich habe das ja gestern abgeholt von der Aufbereitung, weil ich bei Laurel in Altenburg in der Nähe von Leipzig war. Die hatte sich gemeldet für eine Kooperation. Das habe ich mit ihr gemacht. Auf jeden Fall sehr nice. Ich bin sehr zufrieden. Shoutout auf jeden Fall nochmal an sie für das Finish am Kfz. Aber das werdet ihr dann gleich nochmal sehen. Let's go! Okay, kurz. Stop the music, wegen Copyrights, sonst werden wir abgeschissen. Friends, wir sind immer noch am Basteln hier an der Messe, auf dem Stand, weil ich hier mit den Speakern noch ein bisschen Abwachs hatte. Ich habe nämlich ein Stromkabel vergessen für meine Monitorboxen und da ich die aber auch passiv betreiben kann, klemme ich die einfach auf die Main PA mit drauf und kriege dann einfach voll alles ab. Aber ist egal, da gucken wir jetzt gerade und die eine Box hat nicht funktioniert. Ich habe da hinten so einen Schalter dran für aktiv und passiv. Also ich erkläre es euch mal ganz kurz. Ich habe hier so einen Schalter dran. Ich kann entweder den internen Verstärker von diesem Teil hier benutzen oder ich schalte das um und die Output-Buchse wird dann zur Input-Buchse und ich kann hier ein Verstärkesignal reingeben und dann funktioniert die ohne den Verstärker, sondern mit einem externen. Und der Schalter hat irgendwie ein bisschen geklemmt und war irgendwie ein bisschen... Deswegen haben wir das jetzt gerade nochmal umgebastelt. Drehen jetzt noch ein paar TikToks und Instagram Reels, machen noch ein paar Fotos und dann geht's nach Hause. Es ist nämlich schon 1 Uhr. Wir werden morgen wieder um 10 Uhr ungefähr hier sein und dann geht's los. Ich bin sehr gespannt, ich bin hyped. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Leute hier kommen. Was soll ich euch sagen? Und ich bin sehr dankbar, dass Next mich gebucht hat. Sehr nice. Und übrigens, habt ihr schon meine Motorhaube gesehen? Die ist crazy. Habe ich auch noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Das ist Forged Carbon Folie. Das sieht so echt aus. Es ist geisteskrank, aber es ist dumm teuer. Das Ding hat 500 Euro gekostet. Nur die fucking Folie. What the fuck? Hier auch noch der Porsche von Alex von Maxon. Sehr nice. Auf jeden Fall sehr teures Fahrzeug. Leute wissen Bescheid. Ja, ich würde gerne mal so einen Porsche fahren. Ich bin noch nie einen Porsche gefahren. Da hatte ich Bock drauf. Wir sind weg. PS Day ist der Freitag. Wir sind heute relativ spät dann doch aufgestanden, doch nicht so früh hergekommen, weil gestern ja noch ewig lief. Da drüben steht jetzt alles. Zeige ich euch gleich nochmal, wie jetzt alles final aussieht. Und wir sind jetzt gerade bei Wannaflex. Mit Wannaflex habe ich ja schon eine Kooperation gemacht. Wenn ihr wollt, T-Shirts. Ey, ich brauche noch das Lila, da brauche ich noch. Das ist sehr, sehr nice. Und... Hängt beim Zoll. Hey, habt ihr? Wir haben ein paar dabei. Ja, okay. Aber 90% hängt beim Zoll. Ganz ehrlich. Und ihr habt einen Multipler mitgebracht. Das ist so lustig. Aber man muss echt mal sagen, Retalk, dieses Kfz ist so groß. Das ist ultra krass groß. Also eigentlich, wenn man es so von der Preis-Leistung betrachtet, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ihr habt 2.300 Euro bezahlt. So viel doch, ja? Ja, doch. Das ist ja so 1.900 Ding, das wäre nicht mehr. Ja. Weiß nicht. Also die Lackierung war fast teurer. Wir haben die Graffiti-Sprühdosen von Montana um die 500 Euro oder so. Jo. Aber auf jeden Fall sehr crazy. Dieses Kampf ist lustig, Mann. Ja. Er liebt es halt richtig kontrovers zu sein. Er liebt Autos, die wirklich ist der keine hat. Er hat zwei Fiat Marbella. Das ist so der Vorgänger von Fiat Panda. Ja. Wirklich so ein 2 Meter mal 1 Meter Auto. Und dann er da drin. So, weißt du, 2 Meter Typ. Das ist auf jeden Fall sehr funny. Ja, das ist witzig. Ey, aber ganz ehrlich, das zu transportieren. Über Kraft, wir haben zwei. Sinn, wir ja. haben zwei. Krass. Ja, also nochmal Werkzeugwagen reingekriegt. Schon crazy. Also ist wirklich sehr groß, Mann. Also wenn du zu festen willst oder sowas fahren willst, ist auch geil. Ja, ich kann so drin klemmen. Mit dem Rollrasen alles.
ist ja crazy. Ganz im Ort drin spielen. Friends, wir sind jetzt mal ein bisschen am Rumgucken gewesen. Wir sind jetzt in der Ladies Lounge. Hier gibt es halt so Kfz von Frauen. Und was hier so umgebaut wurde von Girls. Auf jeden Fall hier auch ein paar nice Kfz dabei. Es ist geisteskrank hier schon wieder gewesen, Samstag. Ich zeige euch jetzt bloß nochmal alles, was so drumherum los war. Nico war vorhin mit der Cam unterwegs und hat ein bisschen was aufgenommen, Drift Area und so weiter. Also auch ein paar Autos. Ich zeige euch erstmal das, dann geht das Video weiter mit dem Rest. Ich habe aber Maxton auch am Strand moderiert für ein paar Games. Wir haben so ein Glücksrad gehabt und es haben übelst viele Leute Carparts gewonnen. Also das war echt crazy, war sehr funny. Den ganzen Tag hier als DJ am Start gewesen. Ich wäre gerne irgendwie mal so ein bisschen da rumgelaufen, aber ich schaff's einfach nicht, weil ich einfach viel zu tun habe. Aber erstmal kurz ein paar Eindrücke von PS Days. Let's go. Okay, und wenn du ready bist, dann würde ich sagen, let's go. Du hast auch eine Giftbox und einen Organizer bekommen, den kannst du dir gleich am Start abholen. Und jetzt musst du dir noch was überlegen, eine Challenge für die nächste, der dran sein soll. Hier mit dem Wheel. Wer die meisten Liegestütze schafft. Wer die meisten Liegestütze schafft? Okay, wer hat Bock auf Liegestütze machen? Okay, die Leute, die Bock haben auf Liegestütze machen, mal bitte wieder vorne hier in der Reihe aufstellen und aufpassen, dass ihr nicht vielleicht bei den Autos direkt dran seid. Jetzt sind es die meisten Liegestütze, okay? Am besten, wir machen mal hier noch ein bisschen Platz, damit die Leute dann sagen, wer sind das nicht? Okay, dann würde ich sagen, ihr positioniert euch alle mal. Okay, der letzte Überlebende gewinnt. Ihr wisst Bescheid. Wir starten gleich. 3, 2, 1, let's go. Der letzte Überlebende gewinnt. Ihr wisst Bescheid. Damn. Hey Leute, feuert die mal ein bisschen an. Hey, 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 hey. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ein Bruder ist schon raus. Der zweite Bruder ist raus. Der dritte Bruder ist raus. Okay, Friends, ihr seid crazy am Start. Ey,
Wenn man dünn ist, dann ist das deine Challenge. Oh, Leo. Es wird spannend, es wird spannend. Oh, komm schon. Hey, hey. Oh, Leo. Der Bruder in Grün hat's gemacht. Was geht? Wie heißt du? Dennis. Okay, ja, chill kurz vielleicht, damit du nicht direkt hier umkippst. Okay, kurz Pause und Fokus. Da liegt der Fokus. Hast du Tattoos eigentlich? Nee. Hast du denn nicht? Sehr geil. Sehr geil? Oder lieber Max Parts? Was sagst du? Ja, auch geil. Kannst du dir dann noch überlegen. Was hörst du? VWTT. Passat. Okay. Ich würde sagen, let's go. Der Organizer, aber auch Nester. Hast du schon gesehen? Hast du noch nicht gesehen? Dann wird dir gleich der Organizer wahrscheinlich von jemandem gebracht. Jetzt kannst du noch sagen, was die nächste Person tun muss, um am Start zu kommen. Deine Challenge war schon hart. Wer am längsten Handstand kann, auch sehr crazy. Also jemand, diejenigen, die Bock haben, tretet vor, wer am längsten Handstand kann. Ist keiner dabei? Ja, du? Noch jemand? Okay, dann kommt her. Wie bitte? Ja, das wäre ja unfair. Okay, kommt am besten her und dann positioniert dich vielleicht hier. Am besten hier vielleicht. So. Okay, macht euch ready. Und dann 3, 2, 1, let's go. Oh, okay. Schnelles Rennen auf jeden Fall. Dann danke dir trotzdem fürs Mitmachen. Wie heißt du? Alex. Okay, Alex. Und dann würde ich sagen, du kannst mal das Wheel spinnen. Und warte, Fokus. Du kannst erstmal alles anschauen, wo was ist. Damit du den richtigen Spin machst. Was fährst du überhaupt? H4. Okay, was für ein was für H4? W9. Okay, alles klar, also relativ aktuell. Let's go. Ein Merch nach Wahl. Das kannst du dir gleich am Stand abholen. Friends, PS Days ist vorbei. Ich selber hatte leider nicht so viel Zeit, irgendwie rumzurennen. Aber ich hoffe, man hat im Video ein bisschen was gesehen, was hier los war. War wirklich sehr nice. Shoutout auch an Maxton. Wirklich nice mit dem Booking. Und ich denke, ich bin auf nächsten Messen auf jeden Fall auch mit den Jungs zusammen unterwegs. Und zwar, ja, war krass. Leute, bleibt erstmal auf der Straße von Deutschland. Wir sehen uns im nächsten Video. Gute Nacht.